Hallo meine Lieben, heute mache ich weiter und zwar mit dem zweiten Teil von der Kollaborationsarbeit mit dem Tinchen. Das sind die Hintergründe, die sie mir geschickt hat und das werde ich jetzt zu einem Art Journal dann umbauen, verändern und auch ein bisschen meins da reinbringen. Wie ihr seht, habe ich das schon dreigeteilt, also ich habe schon eine Idee, was ich da machen möchte. Und zwar werde ich 3 Signaturen machen, das heißt, das wird eine Signatur sein, weil mein Art Journal soll A5 groß werden. Und ich habe da ein bisschen überlegt, welche Seiten in der Mitte sein werden. Also hier zum Beispiel diese tolle Giraffe, die ist ganz toll. Das ist wahrscheinlich eine Serviette, ganz super. Also da, das inspiriert mich unheimlich. Das erste, was ich machen werde, ist, ich werde versuchen, diese Seiten zusammenzubringen, also dass es einfach aus einem Guss wirkt. Das heißt, es ist auch ein bisschen von mir, was drin ist. Und ich habe mir als Farbenpalette Türkis, also Blau, Grün und Braun überlegt, weil ich weiß, dass sie eher im Antikstil Sachen mag. Und deshalb werde ich dann anfangen. Ich habe da schon ein paar Sachen bereitgelegt und ich lege dann einfach los. Also werde den Ton ausschalten und alles ein bisschen schneller machen. Viel Spaß! Los. Ich habe mir so verschiedene so Seitenpapiere bereitgelegt, die ich schon bedruckt hatte mit Jellyprints und weil die so transparent sind, liebe ich diese. Da habe ich mir einmal ganz viele bereit, also gemacht und die benutze ich einfach immer wieder gerne. Und ich habe mir auch einfach Seidenpapier in unterschiedlichen Farben, also auch in Grün, Blau, Grün-Blautönen da bereitgelegt, die ich einfach wild drauf loslege, auch auf dem Transparentpapier, auch wenn ich weiß, dass sich das alles ein bisschen buckelt und alles so ein bisschen anders wird. Aber was soll's? Ich mach's, denn ich denke mir, alles soll zusammenkommen. Ich finde, das ist noch für ein Buch noch, ja, kann man auch so lassen, ne? Natürlich, ist ja auch schön. Aber ich wollte ein bisschen von mir da reinarbeiten und habe da einfach alles verteilt. Habe da Liquitext Matte Medium genommen und ja, die Seiten bereitgelegt, mir ganz viel Platz rechts von mir bereitgelegt, sodass ich immer wieder frisches Papier nehmen kann, alles zum Trocknen legen kann, etc. Als ich diese erste Runde fertig hatte, habe ich beschlossen, meinen Jellyprint rauszunehmen. Ich habe so einen kleinen Mini-Jellyprint. Das ist aber trotzdem kein Problem, ist eigentlich sehr praktisch, weil ich da einfach auch wieder Mengen liefern kann. Also mir ging es darum, wieder diese Farben, die ich mir da bereitgelegt hatte. Ich hatte zum Beispiel Amsterdam Turquoise Blue und Titan Buff und Gold Ochre und Titan White und Zinc White und Primary Magenta. Also alles Mögliche an Farben bereitgelegt, damit eben jede Seite ein bisschen von diesen Farben hat und einfach Schablonen genommen und die Rückseite der Schablonen eingesetzt, den Jellyprint drauf gedrückt, den zweiten Druck gemacht. Ganz wichtig dafür ist 2 Rollen. Ich habe eine saubere Rolle und eine Rolle, um meine Farbe zu verteilen. Also das ist die linke und rechts habt ihr die große Rolle, die auch wichtig ist, damit ich das Papier richtig gut dann andrücken kann oder eben hier die Schablone. Und ihr seht, da habe ich schon auf der anderen Seite schon einen Jellyprint gemacht und jetzt mache ich nochmal drauf. Ich finde es super. Also jetzt, das ist leider noch ein bisschen feucht, deshalb habe ich hier eine Hilfe genommen mit einem Kuvert, das ich an der Hand hatte. Und das hat jetzt auch ein bisschen Farbe, ist ja auch nicht so schlecht. Und weil sie ja gerne so in diesen Kupfertönen hat, also so ein bisschen dieses Vintage-Style hat, habe ich mir hier von Viva Decor Rusty Patina in Oxid genommen. Und was ich mache, das merkt ihr vielleicht, ich putze normalerweise meine Rolle nicht zwischen beiden Farben, weil man so ein bisschen Effekte bekommt. Ja, das ist so ein kleiner Trick von mir.
auch weil ich natürlich faul bin, aber nicht nur deshalb. Also es macht es wirklich spannender, weil die Farbe dann nicht nur einfach blau ist, turquoise, sondern auch noch die alte Farbe ein bisschen durchscheint. Und das mag ich persönlich gerne. Und ihr seht, also hier, ja, ich achte natürlich schon drauf, was so drauf ist. Also zum Beispiel bei den Giraffen habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass die Giraffen noch erhalten bleiben. Aber es geht darum, eben diese Farben jetzt draufzugeben und dass alles ein bisschen zusammengehört. Hier auch wieder mein Seidenpapier ein bisschen bedruckt, damit ja, das übernommen wird. Und dann, als ich das alles gemacht hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich wirklich mit Pinsel und Farbe rein, also nimm die gleichen Farben wieder. Dilution Vibrant Turquoise zum Beispiel war dabei und Holbein Aqua Blue und Rose Brillant. Also einfach unterschiedliche Farben und mal da einfach drauf los, so wie es mich inspiriert. Und das war hier der Vorteil, das ist ja so aus einem Malbuch. Und das ist einfach toll, weil man da einfach nachgehen kann und nachmalen kann. Und ich habe hier Ocker noch genommen von Amsterdam. Das hatte ich, glaube ich, auch erwähnt. Und ja, einfach ich habe nicht Aquarell genommen, weil ich mir nicht sicher war, ob das Papier das aufnehmen kann. Ich habe nachher von Jane Davenport die Magic-Marker, diese Tintenpinsel genommen. Es hat leider ein bisschen dann durchgeschienen. Ne? Das ist das, was ich da in der Hand habe, diese Mermaid-Marker. Die sind sehr intensiv in der Farbe und weil das Papier sehr dünn war, war das vielleicht nicht die beste Idee. Aber es hat hinten natürlich dann auch wieder neue Strukturen gegeben und das kann man ja auch aufnehmen. Und ihr seht, dieses Transparentpapier, das hat Musiknoten drauf und das soll es ein bisschen spannender machen. Ich habe auch Gold eingesetzt. Das ist, ich glaube, das ist von Amsterdam. Nee, das ist von Rico Design, dieses Gold. Das wollte ich nehmen. Ja, und diese Seite, die hat es mir unheimlich angetan. Ich mochte dieses einzelne Auge, ich mochte diese Lippen. Und dann dachte ich mir, ja, da muss ich einfach dem ein zweites Auge zeichnen und so, dass ein Gesicht daraus entsteht. Und auch wenn dieses Jellyplate-Druck drauf ist, das macht alles nichts. Und ich hatte da auch eine Serviette draufgeklebt. Macht nichts. Das macht das Gesicht ja alles ein bisschen spannend und man sieht es dann im Hintergrund dann. Dafür habe ich wieder von Schminke meinen Hautton genommen, alles einfach mal in diese Farbe genommen, habe mit meiner Neocolor 2 das zweite Auge drauf gezeichnet und ich habe dann sofort gemerkt, die Proportionen passen nicht. Also das Auge ist im Verhältnis zu den Lippen, da passt irgendwas nicht. Also die Lippen müssen, glaube ich, größer sein bei dieser Augengröße. Aber das macht nichts. So ist es halt. Und daraus, das macht das Gesicht ja ein bisschen lustiger, ein bisschen anders, finde ich. Und das ist ja auch okay. Ich habe mich also nicht stören lassen. Ich habe jetzt einfach so getan, als ob das Auge genau so aussehen müsste, genau dort sein musste. Und male ihr einfach nochmal ein braunes Auge mit meinem Golden im Burnt Umber Light. Das ist ein schönes Braun und es passt ja auch zu dem Braun, was sie in den Augen hat. Und dieses blaue Strich da, das, was ihr seht, das ist eigentlich ein Fehler. Ich habe die verschiedenen Blätter übereinander gelegt und irgendwie ist das dann drüber gekommen. Sieht aber wie eine Zigarette aus und deshalb habe ich beschlossen, dass ich dann auch eine Zigarette daraus machen werde, weil ich fand, das passt einfach gut zusammen. So, dann nehme ich ein bisschen Rot, das ist auch wieder von Amsterdam, das ist eben dieses Primary Magenta, das ich vorher erwähnt habe. Und dann nehme ich wieder mein Neocolor 2, um einfach die Nase ungefähr zu kennzeichnen und mal drüber, das verschmiert sich ja, weil das ja wasservermalbar ist. Und ja, das ist nicht die schönste Nase der Welt, das weiß ich ja auch, aber es geht ja darum, ein bisschen rumzuspielen und ein bisschen Akzente zu setzen, hier auch auf den Lippen, dass sie ein bisschen
Highlights hat. Das Auge wird auch mit dem Titan Buff ausgefüllt, weil ihr seht, links eigentlich ist es kein Weiß, sondern eher ein Titan Buff. Also das war mal das eine, was ich gemacht habe. Ich habe eigentlich 4 Zeichnungen oder sogar mehr, 5 oder 6 Zeichnungen gemacht. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal nur diese 3 Sachen. Also das ist das dritte, was ich euch zeige, ein anderes Gesicht. Das ist ein bisschen verspielt auch, also whimsical, wie es so schön heißt. Das ist so ein bisschen nach dem Kurs, was ich zurzeit mache von Juliette Crane. Das macht mir zurzeit unheimlich viel Spaß. Deshalb mache ich jetzt einfach mal den Hintergrund voller Kritzeleien und dass man die vielleicht sieht und vielleicht doch nichts mehr sieht. Also das weiß man ja nicht so genau. Da schafft man einfach verschiedene Schichten, Schichten, Schichten und hofft, dass irgendeiner am Schluss dann übrig bleibt. Ich weiß, dass es komisch wirkt, aber es gibt dem Ganzen doch eine gewisse Tiefe. Wenn man alles sofort richtig macht, dann, ja, dann wird das ein bisschen flach, finde ich. Aber gut, das muss ja jeder so, wie er mag. Ich mag das halt gerne so. Hier nehme ich also wieder die gleichen Farben. Also ihr wisst das Prinzip, also die Farben, die ich für den Hintergrund benutzt habe, benutze ich. Die einzige Farbe, die ich dazu genommen habe, die ich für den Hintergrund nicht benutzt hatte, waren so diese Pinkfarben. Das sind so meine Highlights, die ich dazu gebe. Und was ihr da seht, ist, ich versuche den Hintergrund ein bisschen so in diesen Titan Buff zu verstreichen, sodass der Hintergrund ein bisschen verschwindet. Also immer noch sichtbar, das heißt, dass die Giraffen immer noch ein bisschen sichtbar sind, vor allem im Kleid und im Hintergrund. Und dafür nehme ich Zink White von Amsterdam. Der Vorteil von Zink White ist, dass es ein transparentes Weiß ist. Es ist ein bisschen kaltes Weiß. Es ist nicht so toll von dem her. Ich habe lieber so warmes Weiß. Aber für den Effekt, den ich erzielen wollte, war das super. Und das habe ich dann auch übernommen. Dann für die Haare und für die Augen. Das alles ein bisschen ja, wieder Highlights kriegt. Und dann bekommt sie noch Deko um den Hals. Das ist dann dieses Holbein sind das, meine Holbeinfarben, dieses Aqua Blue, das ist ganz ein besonderes Hellblau, finde ich. Also ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, aber weil ich zurzeit Blau mag und sehr viel mit Blau und Grüntönen mache, also Türkis ist ja immer eine tolle Farbe, spiele ich jetzt noch damit und versuche dann herauszufinden, ob das dann meins ist. So, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Schaut unbedingt auch beim Tienchen vorbei. Und es gibt hier noch einen zweiten Teil, und zwar, wie ich diese Seiten dann zu einem Art Journal zusammenfasse. Also, tschüss, bis später.